Shalom Aleichem, guten Morgen allerseits. Wir werden so eine halbe Stunde sprechen über Sterben und Beerdigung. Und danach lassen wir 10 Minuten für eure Fragen, Bemerkungen, Anregungen. Zwei Sachen sind klar und wichtig. Dass diese Welt ist die wichtigste. Diese Welt, Leben hier, ist die wichtigste Sache, die es gibt. Eine Stunde hier in dieser Welt ist viel wichtiger als die ganze Leben in künftige vorkommende Welt. Das heißt, in unserem Glaube macht man alles, soll ein Mensch leben, Maximum. Solange er lebt, irgendjemand in dem Kreis gewinnt davon. Seine Mischpoche, Altersheim, Apotheke, Doktor, Krankenkasse, alle. Wenn er stirbt, wer verdient? Niemand. Er stirbt, Shabbat Shalom, geht er in Grab, hat sich die Sache erledigt. Das heißt, auch wenn ein Mensch in seinem Leben war ein Nehmer, ein Egoist, nur ein Nehmer und kein Geber, manchmal am Ende von seinem Leben peinigt er sich und schleppt lang sein Leben, um weiterzugeben durch seine Art, lang zu leben. Das heißt, erste Regel, Leben ist das Allerwichtigste. Alle jüdischen religiösen Gesetze sind beseitigt, wenn es hat zu tun, Leben zu retten. Ob es jetzt Schabbat oder Essen am Fastentag oder sogar Essen nicht koscher, wenn jemand liegt am Sterben und er ist krank und das ist Lebensgefahr. Lebensgefahr ist alles erlaubt, sogar mental und psychisch. Wenn eine Frau am Schabbat bekommt Venen und sie geht gebären ein Baby und sie will, dass ihr Mann mitfährt, ihre Mutter mitfährt, ihre Schwester mitfährt, die Freundin mitfährt, die Nachbarin, sagt die Tora, alle sollen mitfahren. Die Hauptsache soll sie sein ruhig und soll sie fahren zu dem Spital, wo sie will. Auch wenn sie lebt in Frankfurt und sie will das Kind haben in Mainz, kein Problem. Also erste Regel, Leben ist das Allerwichtigste. Zweite Regel, die einzige sichere Sache in dieser Welt, dass wir alle sterben. Manche ignorieren es und sie glauben, es dauert noch lang. Und manche haben es bestätigt von dem Doktor, von dem medizinischen Zustand. Der Doktor sagt, circa in dieser Krankheit dauert ein halbes Jahr noch zu leben. Also die Menschen leben noch mit Bewusst und Klarheit. Und deshalb möchte ich heute zu teilen unsere Gespräch auf zwei. Bis dem Entlassung und die Kündigung von dieser Welt und nach diesen Entlassung und Kündigung. Ich sage extra diesen Wort Entlassen und Kündigung, weil in unserem Glaube nennt man nicht Sterben Tod. Tod ist eine Katze, Tod ist eine Maus, Tod ist ein Hund. Ein Mensch wird von dieser Welt entlassen und gekündigt. Und dazu wird er eingeschlafen, um zu kommen zu der anderen Welt. Diese Entlassung ist schmerzhaft. Manchmal gibt es Abmahnung, man weiß, man wird gekündigt. Und manchmal, das ist fristlose Kündigung, viel zu früh und das ist schmerzhaft. Und jeder Mensch, der wurde gekündigt, fristlos von seiner Arbeit weiß, wie tut das weh. Aber wenn ein Mensch hat schon geahnt, irgendwann fliegt er, kann man damit leben. Also er weiß, die Zeit ist gekommen. Und manche Leute haben so viel Angst von ihrer Kündigung, dass sie kündigen sich selbst. Und das ist verboten. Das kommt nicht in Frage, sondern ein Mensch sich entlassen. Also, du kannst erst entlassen deinen Beruf, wenn du hast eine sichere andere. Aber da wir wissen nicht, was ist die sichere andere, besser hier zu bleiben. Und das ist mehr klar und bewusst. Okay. Es gibt guter Weg zu sterben und schlechter Weg zu sterben. Der beste Weg zu sterben ist ein Kuss. Schlafen gehen und nicht aufstehen. So ist gestorben Moshe, so ist gestorben Aaron, so ist gestorben Miriam. Das nennt man Mitat Neshika. Kuss, Tod. Sehr gut. Meine Oma, Gott seligen, war 96,
saß bei uns zu Hause auf dem Stuhl, hat etwas noch gestrickt und eingeschlafen und Shabbat Shalom. Das ist eine Wunder, das ist eine super Tod. Die schlimmste Tod ist Innereienprobleme. So steht das in unseren Schriften. Wenn ein Mensch hat Magenprobleme, innere verschiedene Schmonzes und Krankheiten in die Innereien, das ist die schlimmsten Tod. Okay. Wenn ein Mensch liegt am Sterben, was sehen wir in die Tora? Dass er ruft nur seine Familie. Yitzchak liegt am Sterben, ruft seine Kinder, Jakob und Esav, um sie zu segnen. Jakob liegt am Sterben, er lädt ein seine Kinder und seine Enkelkinder. Also wer bleibt zum Schluss? Nur die Familie, nur die Bekannte, keine Freunde und keine Verwandte. Also nur die Mispoche bleibt dabei. Was muss man machen mit der Mispoche? Mit der Mispoche muss man die Familie segnen, wünschen alles Gute. Und die Familie bleibt auch langsam da, bis alle gehen weg. Genauso wie Geburt von einem Baby zu dieser Welt. Am Anfang alle kommen und zum Schluss, zum Geburt, kommt niemand rein, nur die Dame. Solange der Mann bleibt draußen. Im Judentum sterben ist am liebsten und am besten ganz alleine. Und man sieht sehr oft, dass Menschen, wo die Familie war 24 Stunden nebenan, in diese 5 Minuten, wo die sind gegangen zum Toilett oder zu kaufen einer Flasche Soda, gerade in diesem Moment haben die lieben Angehörigen geschlossen die Augen und sie wurden entlassen. Und so mehr steht geschrieben, in dem letzten Moment soll man sie nicht anfassen. Also soll man nicht jetzt halten die Hand und streicheln. Wenn man will, soll man legen die Hand auf den Kopf und sein neben dem Kopf, weil von dem Kopf geht die Neshome, die Seele raus. Also die Seele, wenn sie geht raus, sie geht raus von verschiedenen Plätzen. Sie geht raus von den kleinen Zehen von den Füßen. Sie geht von allen Löchern im Kopf geht sie raus. Aber der größte Teil geht vom Kopf, weil unsere Seele befindet sich im Kopf, in unseren Gedanken, in unserem Bewusstsein. Deshalb gibt es diesen Spruch, solange sind sie in unseren Gedanken, leben sie auch weiter. Das heißt, solange der Mensch, der in unserem Kopf bleibt, lebt er weiter, weil die Seele ist immer ewig. Wenn die Familie kommt oder die Angehörige oder das Personal, soll man nicht mit dem kranken Mensch kämpfen, erziehen, wütend sein, kämpfen mit Essen soll er machen, was er will. Wenn er ist ein Religiöser, soll man ihm helfen mit Religion. Wenn er ist ein Nicht-Religiöser, soll man ihm helfen von das, was er will. Wenn er will Musik, Musik, aber das Allerwichtigste, soll man haben bei ihm im Zimmer, in seine Hände, Ruhe und ganz leise. Kein Handys und keine Plotkes von Reden und keine kleinen Kinder. Das ist alles nur nicht nötig zum Tod. Diesen Moment ist eine intimische Begegnung, ein Kuss mit dem Ewigen und es sollte sein in die Würde, in die Ehre, in den letzten Moment. Soll man nicht kämpfen mit den Hinterbliebenen zu essen oder zu trinken und soll man auch nicht neben ihrer Abwesenheit beim Tod auch essen und trinken und gerade heute mit diesem Telefon. Diesen Moment, es ist besser, dass er bleibt alleine. Gott hat gegeben in dieser Welt zwei schlimme und gute Sachen. Drogen und Alkohol. Drogen für die Kranke, Alkohol für die Angehörige. Jeder braucht ein anderes Mittel, um zu überleben. Die Kranke brauchen Cannabis, verschiedene Medikamente, Morphium, um zu überleben ihre schlimmen Schmerzen. Es ist alles erlaubt, denen zu geben, Drogen. Das ist der Grund, warum hat der Ewige geschafft in dieser Welt solche Pflanzen. Damit diesen Leute, die liegen am Sterben und haben Panik zu leben, sollen sie bekommen Drogen. Nicht nur der Kranke ist krank, seine ganze Mispoche ist krank. Und für die ganze Mispoche braucht man auch irgendwie eine Hilfe. Und manchmal braucht man mehr Geduld und Patience für die Angehörige als für die Verstorbenen. Der Verstorbene ist schon am Ende, die Kerze geht zu Ende, aber die Familie ist doch mit großen Schmerzen und muss man mit denen wissen, umzugehen. Gehen wir jetzt tachless und praktisch. Der Mensch ist gestorben. Die erste Sache soll man schließen, seine Augen.
Die meisten sterben mit offenen Augen, mit Angst. Soll man den Mund auch schließen und soll man legen eine Bandage, eine elastische Bandage über den Mund, soll er den Mund schließen. Weil später muss man ihn waschen, die rituale Wasch, denn soll nicht Wasser reingehen in den Mund und später wird sein unangenehme Situation. Muss man die Hände, die Finger strecken, weil wenn der Mensch ist geboren, krämpft er die ganze Welt. Also er will alles haben, er will alles. Aber wenn er stirbt, öffnet er seine Hände, ob ich nichts mitgenommen. Also muss man seine Hände öffnen, die ganzen Schmuck, alles was er hat, runternehmen. Eine religiöse Frau, die Perücke, egal was man hat an, muss man wegnehmen und nach halber Stunde alle Kleider runternehmen und bedecken mit einem weißen Tuch. Ab dem Moment, wo der Mensch ist gestorben, soll man beginnen zu kümmern über die Beerdigung. Die jüdische Gemeinde schickt Mail an alle ihre Gemeindemitglieder und die Mail lautet: Leider müssen wir unseren Pflicht machen. So ist diese E-Mail. Also wenn du bekommst zu deinem Mail: Leider müssen wir unsere Nachricht teilen, weißt du, jemand ist gestorben und dann entscheidest du, gehst du nicht. Die Gemeinde hat gestellt permanent 10 Männer und 4 Frauen, die zuständig für jeden Beerdigung. Wenn ein Mensch ist gestorben, Männer werden gewaschen nur von Männern, Frauen werden gewaschen nur von Frauen. Nachdem wurde die Frauen gewaschen, die Frau, die Männer machen die Ritual und nehmen sie zur Beerdigung. Wenn es gibt 2 Beerdigungen am selben Tag, ein Mann und eine Frau, wer ist zuerst? Die Frau. Die Frau ist immer zuerst, weil es ist nicht gut, dass sie noch in dieser Welt nackt bleibt, ohne sich beerdigt zu werden. Je schneller, umso besser zu beerdigen. Am liebsten am 24 Stunden. In Israel, insbesondere in Jerusalem, lässt man dem Leiche nicht mal über Nacht übernachten, macht man 24 Stunden Beerdigung in Jerusalem, weil jeden Moment, wo der Mensch ist nicht beerdigt, ist nach unserer Wahrnehmung und Glaube ein größeres Leiden. Warum? Weil der Verstorbene sieht nicht mehr, sagt nicht mehr, aber er hört alles. Die Einzige, was er noch hat, er hört. Woher weiß ich das? Was so steht in unseren Schriften. Und steht in unseren Schriften sehr radikal geschrieben: Pass auf, was du sprichst, bis der Mensch ist beerdigt. Sollst du nicht gute Wörter reden über den Verstorbenen. Und deshalb auch bei Beerdigung, solange er hört, was man sagt über ihn, muss man vorsichtig und seriös sein, zu erkennen, was man sagt. Deshalb bei uns, bei Hasidim, sagt man überhaupt keine Trauerrede. Also in unserer Gesellschaft sagt man nichts, weil diese Welt ist Welt die Lüge. Hier spielen noch die schönen Wörter Rolle. In der anderen Welt, wenn der Mensch ist schon tot, ist schon egal, was du sagst. Er ist schon tot und dort ist die himmlische Gericht und das ist die wahre Nehmung. Gut. Wenn der Mensch ist gestorben, bringt man ihn in den Friedhof und man macht ihm ein Waschenritual. Man wäscht ihn von innen und von außen mit Seife und gutem Duft, mit Gebete. Und man zieht ihm an 7 Kleider von Oberpriester von Leinen, Stoffleinen. Warum Leinen? Weil die magischen Kräfte können nicht, das ist so wie beim Arzt, beim Zahnarzt, nutzt man so eine Weste gegen den Röntgen. Wie heißt diese Weste? Bleiweste. Wie? Eine Bleiweste. Diesen Leinenkleider, die sind so Blei. Weste gegen die unpositive Kräfte, die wollen gleich dem Leichen nehmen. Und deshalb sagt man bei der ganzen Beerdigung Psalmen 91, damit soll der Ofel, der Teufel, die alle Kräfte, die in dieser Welt wollen dem Leichen schädigen, soll Gott schicken seine Engel, ihn zu schützen, zu diesem guten Weg. Gehen wir zurück zu dem Zimmer. Dort, wo der Mensch ist gestorben, muss man dem ganzen Wasser, was war offen, schütteln auf den Boden. Das darf man nicht mehr trinken. Alle Wasser, was waren in dem Raum,
wo jemand ist gestorben, sind nicht mehr rein, muss man sie wegwerfen. Muss man gleich bei dem Ort, wo jemand ist gestorben, öffnen dem Fenster und helfen, die Neshome, die Seele, rauszukommen zu ihrer Welt. Okay. Es ist alles klar, was ich rede? Wenn etwas ist nicht klar, frag mir. Also wir sind nicht da, es ist ein Dialog. Also wenn ihr wollt etwas fragen oder bemerken, stell ruhig. Okay. Wenn der Mensch ist gestorben, muss man in sein Zimmer den Spiegel bedecken und auch bei den Hinterbliebenen zu Hause, dort wo man sitzt, 7 Tage, bedeckt man den Spiegel. Warum bedeckt man den Spiegel? Weil Spiegel ist ein Zeichen vom Leben. Jeder, der will sich schön machen, schminken, attraktiv, zeigt er sich im Spiegel. Jetzt in Trauerzeit ist nicht eine Zeit, sich zu pflegen, schön zu machen. Und genauso wie die Männer sich nicht rasieren, genauso wie die Frauen sich nicht schminken, soll man nicht gucken im Spiegel. Zweitens soll ein Mensch nicht bekommen Angst von das, was er sieht in Mitternacht. Das heißt, er kann aufstehen um 3 Uhr Nacht und gehen in den Spiegel und denken, oh, jemand ist noch da außer mir. Man wollte diesen Angst vermeiden. Die dritte Sache ist, in dem Moment, wo es gibt kein Spiegel, der Mensch sieht wieder an seinem Leben Wachstum. Die ganze Idee, 30 Tage lassen den Bart von den Hinterbliebenen, ist weiter Leben zu sehen, zu erkennen, dass etwas noch weiter wächst, trotz dem Tod. In jüdischen Religion gibt es 3 Perioden. 7 Tage, 30 Tage und 1 Jahr. 7 Tage, weil es gibt 7 Verwandte, die am wichtigsten zu dem Mensch. Nur für die 7 Leute muss man sitzen zu Hause 7 Tage. Für alle anderen muss man nicht, das ist eine freie Wahl. Aber für diese 7 ist eine Pflicht. Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Sohn, Tochter und Ehepartner oder Partnerin. Das sind die 7 Verwandte. Nur für diese 7 Verwandte ist eine Pflicht, Trauer zu haben. Alle religiösen Pflichten, Gesetze, vom Kleidreißen, vom Sitzen zu Hause 7 Tage zu machen, Totengebet, wird gesprochen nur für diese 7 Leute. Apropos, Vater, Mutter oder Sohn, Tochter ist auch Adoptiveltern und auch Adoptivkinder. Aber wenn ein Mann und eine Frau sich geschieden, es ist schon vorbei, sogar beim Krankenbesuch ist nicht erlaubt zu kommen, wenn die Leute sind Ex. Also in der jüdischen Religion hat man nicht mehr was zu tun, wenn die beiden sind getrennt. Shabbat Shalom, jeder soll gehen zu seinem Weg und nur die Angehörigen kommen. Noch ein letzter Punkt vom Anfang. Unsere Aufgabe ist zu erleichtern dem Entlassung zu dem kommenden Welt. Wenn ein Mensch liegt im Bett, weiß man nicht, ob er leidet oder nicht. Es gibt nur einen Weg zu wissen, ob er leidet oder nicht. Runzeln Stirn. Also wenn die Augenbrauen werden so... Wenn ein Mensch ist beim Zahndoktor, irgendwann trifft er einen Nerv, was machst du? Also der Zahnarzt sieht, du leidest. Genauso wie der Zahndoktor sieht, du leidest durch dein Runzeln Stirn. Genauso Angehörige, Personal sehen ein Mensch, der liegt im Bett. Man sieht auf sein Gesicht, ob er ist gut oder nicht gut. Und so sieht man langsam, wo geht er von dieser Welt. Es gibt sehr viele Symptome, wo man sieht, das Ende kommt. Hautfarbe, Aura. Also wenn einer von euch ist in Pflegepersonal, ich bin schon 25 Jahre im Altenheim und in Friedhof, es reicht schon, die Aura zu sehen und dem Licht, man sieht schon auf dem durchsichtigen Gesicht, dass es das Ende kommt. Irgendwann kriegt man so eine Touch, ein Gefühl, eine Intuition zu spüren, das Ende ist gleich da und dann ruft man die Familie, komm schnell, jetzt ist die Zeit zu bekommen. Ja, das sind die Punkte, die ich euch teilen wollte. Jetzt lasse ich euch freie Wahl und Möglichkeit zu stellen, Fragen, alles, was ihr habt in eurem Herz und Neugierigkeit, zu fragen. Aber bitte nur Fragen, die haben zu tun mit diesem Thema. Nicht, warum trage ich eine Kippa oder jetzt solche allgemeine Judentum-Fragen. Bitte nur Fokus
an diesem Thema, was kann uns auch behilflich sein zu eure heilige und wichtige und nicht leichte Aufgabe als Begleitung und Pflegepersonal, insbesondere von Palliativmedizin und von solchen Fällen. Bitte. Ich habe eine Frage, und zwar, wie wird im Judentum mit, also zum Beispiel, wenn jemand heiratet, wird mit dem anders umgegangen, wenn er schon verheiratet ist? Weil bei uns im Orthodoxen, wenn ich sterbe jetzt und ich bin nicht verheiratet, dann wird man quasi mit Ehering und Brautkleid oder als Bräutigam begraben. Wie ist das im Judentum? Also bei uns werden alle das Gleiche begraben. Ohne Schmuck, ohne Socken, ohne Ohrringe. Alle kriegen dieselbe Waschung und dieselbe Schneiden von Nägel und von Haare und von innen und kriegen diese 7 Kleider und sogar demselben Sarg. Also alle haben dieselben. Du kannst auch nicht bestellen einen teuren Sarg. Du kannst erst später bestellen einen teuren Stein. Aber bei dem Todritual im Judentum will man keinen Unterschied machen in der wahren Welt zwischen Reiche und Arme. Da sind alle gleich. Sogar im Raum, wo wir waschen die Leiche, darf man nicht sagen Titel. Professor, Doktor, Rabbiner, Herr, alle sind Menschen. Sagt man nur den Namen von Verstorbenen und den Namen von seinen Eltern. Und dann beginnt man dem Gebet. Ja. Bitte schön. Tachrichim, 7 Kleider. Gibt es bestimmt Farbe? Also nur weiß. Weiß, aber auch bei weiß gibt es zwei. Es gibt handgemachte und Maschine. Die handgemachte sind mehr wie Schäferlefeder, also von Schafen, diese gelb-weiß. Und es gibt von Maschine, was wurde dem Stoff auch richtig weiß, das ist so Schwanweiß oder Schneeweiß. Die Frage ist, was du möchtest. Es gibt sehr oft Leute, es ist sehr gut im Judentum, ab 60 Jahre zu kaufen, zu reservieren ein Grab und zu schreiben ein Testament. Damit hat sich in die Familie sehr viel Politik und sehr viel Unwissen geregelt. Man weiß, wo wollen die Angehörigen liegen. Und Menschen haben auch bei sich im Schrank ihre eigene Tachrichim, um die Sache zu regeln. Weil, wie gesagt, das ist eine absolute Sache, dass man stirbt. Da soll man mindestens wissen, richtig, wohin führt die Reise danach. Ja? Ich habe noch eine. Bitte. Also, ich meine, rein, ich habe gesehen, bei Muslimsleuten, also bei Friedhof, wenn jemand stirbt. Ja. Das ist das Problem im Ausland. In Israel beerdigt man die Leute ohne Sarg, weil dort die Erde ist heilig. Und die Erde steht geschrieben, vom Erde bist du und zum Erde kehrst du zurück. Dort werden die Leute ohne Sarg beerdigt. Da viele Juden leben auch im Ausland und die Erde ist nicht heilig, macht man unten bei dem Sarg Löcher, damit ungefähr in 50 Jahren die Erde kommt rein, damit dem Holz ist schon gefäult durch die Wärme und die ganzen Geschichte unter die Erde und die Leiche kommt zu ihrem ursprünglichen Zustand von ihrer Weltschöpfung von Adam und Chava. Das ist die Ritual, darum macht man Löcher unter dem Sarg. Weil hier in Deutschland, wir sind verpflichtet, die Gesetze von dem Land zu üben. Und da wird hier beerdigt, 1,70 Meter in die Erde. Machen wir auch mit Sack. Aber wie gesagt, alle kriegen dieselbe Kiste. Bitte. Ich habe mal gelesen, wenn jemand stirbt im Judentum, dann sitzt man 7 Tage Schiva. Ja. Und da darf man zum Beispiel, also man zieht sich nicht um, man macht sich nicht schöner, wie Sie gesagt haben. Und warum darf man nicht auf einem hohen Gegenstand sitzen? Man darf doch nicht höher als ein Schemel. Ja, also wenn man sitzt zu Hause 7 Tage, es ist wichtig, dass die Leute, die kommen, trösten, sollen sein über mich. Sie müssen diejenigen
die Hinterbliebene aufheben von ihrem tiefen Zustand. Und in dem Moment, wo jemand ist gestorben, Gott hat mir erniedrigt. Also auch in die Synagoge, die Verwandte, die Familie, tauschen ihren Platz. Wenn jemand war an dritter Reihe, in diesen Zeit, wo jemand ist gestorben, muss er gehen zu der letzten Reihe. Um zu wissen, ich bin jetzt von Gott in einem Abstand. Also Hashem hat mir geschädigt, er hat mir ein bisschen Gesichtsmaske gezeigt. Genauso auch mit dem Stuhl muss man auf einen niedrigen Stuhl, was man macht heute praktisch, bei diesem Sofa zu Hause nimmt man die Kissen raus und dann sitzt man auf diesem Holz oder auf diesem, ja. Und wenn jemand hat nicht niedrige Stühle, es gibt in die Gemeinde zu borgen und zu leihen, alles was man braucht für diese 7 Tage zu Hause, Gebetsbücher, Tora oder kleine niedrige Stühle, ja. Bitte sehr. Sie meinen, die alle Familien in die gleiche Stadt oder gleiche Loch liegen? Nein. Es ist erlaubt, eine über die andere von diesen 7 Verwandten. Also wenn es gibt nicht genug Platz im jüdischen Friedhof, ja, es ist erlaubt zu machen Stockwerke. Aber nur diese 7 Verwandte dürfen nur rein in diesen Loch. Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Bruder, Schwester oder Partner, nicht fremde Leute. Normalerweise, jeden Mishpocha reserviert schon von vornherein in ihrem Ort, wo sie liegt, schon, wie gesagt, ab 60 Jahre reserviert man schon ein Grab neben die Verwandte, um zu wissen, ich will dort gehören, wenn die Zeit kommt. Bitte sehr. Sie haben von 7 Trauertagen gesprochen, von 30 und von einem Jahr. Ja. Können Sie auf die 30 und auf das genau. Jahr nochmal? Bis 30 Tage soll man nicht den Grab besuchen. Der Verstorbene hat 3 geistigen Wandlungen. 7 Tage ist die Seele noch zu Hause. Vom 7 Tage bis 30 Tage, sie ist zwischen Parkplatz und Autobahn. Also sie ist noch nicht in ihrem richtigen Ort. Ab 30 Tage hat sie schon ihren Parkplatz, aber die Seele ist noch in die Erde. Ab 1 Jahr, die Seele ist schon im Himmel und hier ist noch geblieben die Kiste. Also man nennt den Körper eine Kiste von der Seele. Und deshalb, das sind die 3 Phasen. Bis 7 Tage sitzt man zu Hause, ab 30 Tage geht man nicht zum Grab, erst am 30 Tage geht man zum Grab und man betet und man hält alle Gebete 1 Jahr. Und in 1 Jahr darf man nicht heiraten, Kinder, oder nur wenn hat man schon vorher verlobt, dann ist erlaubt auch zu heiraten in diesem Trauerjahr, weil die Älteren wollen doch, dass die Kinder, das ist ihre Wille, dass die Kinder weitergehen. Und in 1 Jahr, die ganze Trauersache hat sich beendet und muss man langsam denken über normales Leben und nicht zu lang trauen. Weil traurig zu sein über Verstorbene lang, macht dem Verstorbenen Schmerzen. Er ist damit unglücklich, dass er hinterlässt so viel Schmerz in dieser Welt und der Mensch packt nicht weiter sein Leben. Also wenn man will dem Verstorbenen Glück schenken, soll man weiter schön und gut leben in seinem Sinn. Das ist das größte Geschenk für den Verstorbenen. Noch einmal zu heiraten, noch einmal Kinder zu bekommen, noch einmal am Leben voll zu packen und nicht verschwinden, diesen kostbaren Stunden und Tagen in diesem wichtigen Leben. Bitte. Sie haben ja von den 7 nahen Angehörigen gesprochen. Ja. Sie sagten, bei einer Trennung gehört ja der ehemalige Lebenspartner nicht dazu. Aber was ist mit den Kindern, die aus dieser Ehe sind? Gehören die dann auch nicht mehr dazu? Kinder sind Kinder. Ah, das bleibt, okay. Ein Kind ist ein Kind, egal was man macht. Ein Kind bleibt ein Kind. Ja. Blut ist nicht Wasser. Gut. Ein Partner kann man tauschen, Kind nicht. Ein Kind ist Blut, ist dein Schluss. Ja, bitte. An die Anlehnung zur Frage von der Frau Krause. Es gibt aber manchmal Leute, die sind nicht mit einem verwandt und die gehören nicht zu den 7
Ex-Angehörigen, aber die haben einen zum Beispiel aufgezogen und die sind einem enger und näher als Blutsverwandte. Wie geht man damit um? Ist es dann eine Sünde, wenn man trotzdem diese Regeln bricht quasi? Ich habe nicht gesagt, Regeln bricht. Ich habe gesagt, soll man nicht verpflichtet sein, etwas zu tun, was man nicht muss. Wenn ein Mensch gehört nicht zu diesen 7 Verwandten, diesen Rituale ist eine Pflicht, ist nicht ein Geschenk, ein Privileg. Warum muss ein fremder Mensch leiden von dem Tod? Genug, dass er mental und seelisch betroffen, soll er mindestens versuchen, sein Leben zu packen ohne Schmerz. Man hat davon nichts. Das ist eine Baden in eigenem Mitleid. Oh. Menschen haben sich lieb, in ihren eigenen Schock lang zu baden. Die jüdische Religion hasst diese Methode. Sie will das nicht. Also jetzt in unserer Tora, in dieser Woche haben wir gelesen, Sarah ist gestorben. Was ist passiert gleich danach? Yitzchak hat geheiratet und Abraham hat geheiratet. 2 Hochzeiten. Also so geht man um, mit Tod gleich weiter zu heiraten. Der Mann, anstatt zu baden in seinem Mitleid, nimmt noch eine Frau, Ktura. Yitzchak, der 40 Jahre schon alt, heiratet jetzt die Rivka und so geht das Leben weiter. Und was glaubst du, Sarah im Himmel ist glücklich oder nicht? Was denkst du? Sie will schon, dass ihr Mann weitermacht. Ah, so geht das. Das ist die normale Welt und das will uns die Tora beibringen. Muss man dem Verstorbenen schenken guten Mut, gute Wille und weiter an seinen Sinn diese Welt Was ist? Sarah, der Yitzchak. Sie meinen Sarah, die Frau von Abraham. Ja. Ja, aber Sarah hat keine Kinder. Sie hat doch den Yitzchak. Sarah hat den Yitzchak. Yitzchak war der Sohn von Sarah. Und in dem Moment, wo Sarah... Sie haben 2 Frauen, ja? Abraham? Raja und Sarah, ja. 3 Frauen hat Abraham. Sarah, Hagar und Ktura. Von Sarah hatte die Yitzchak, von Hagar hatte die Ishmael und von Ketura hatte Yishbok, Medot, Shurim, Ashurim, Letushim, also 7 Kinder von Ketura. Aber Yitzchak hat... Guck in die Bibel. Also es gibt hier bestimmt die Bibel, kannst du schauen. Wenn es 11:05, gib mir ein Signal, gut? Wie viel haben wir jetzt? Viertel vor. Wir haben noch 10 Minuten. Weiter. Wenn noch jemand will was fragen oder bemerken, bitteschön. Vielleicht noch ein Punkt für deine Frage. Ich verstehe sehr gut deinen Bedarf oder Wille, sich auch richtig zu trauen auf einen guten Freund oder auf einen guten Nachbar oder auf einen guten Kumpel. Manchmal ein fremder Mensch kann sein, ein Seelenverwandter und der beste Mensch in deiner Welt. Trotzdem, es ist keine Pflicht, es zu machen. Und sogar die Totengebete darf man nicht machen, jemand, der hat Eltern. Also Totengebet darf nur jemand sprechen, wo seine Vater oder Mutter sind gestorben. Alle anderen dürfen das nicht machen. Und in dem Moment, wo eine von die 7 Verwandten ist gestorben, muss man reißen dem Hemd. Und da gibt es einen Unterschied zwischen Vater, Mutter und alle anderen Angehörigen. Vater, Mutter schneidet man dem Hemd auf die linke Seite. Bruder, Schwester, Sohn, Tochter und Partner schneidet man auf der rechten Seite. Warum? Weil für Partner gibt es Möglichkeit zur Alternative. Kinder kann noch kommen. Geschwister können noch kommen. Vater und Mutter, Shabbat Shalom. Wenn Vater und Mutter sind tot, kommt keine Alternative mehr. Kann nicht noch einmal was nachholen. Also deshalb zeigt man auf die Älteren ist die größte Trauer. Weil Vater ist wie ein Dach und Mutter ist wie ein Boden. Und wenn jemand hat verloren seinen Vater, hat er verloren sein Dach. Und wenn jemand hat verloren seine Mutter, hat verloren seinen Boden. Wenn jemand hat verloren die andere Geliebten, hat er verloren die Wände. Und deshalb gibt es einen großen Unterschied zwischen diese 2 und die alle anderen. Bitte. Ich wollte nur fragen, was heißt Shabbat Shalom? Was ist Shabbat Shalom? Gut Shabbos. Gut Shabbos bedeutet, die Woche ist zu Ende. Da geht man zum Shabbat. Shabbat ist eine
kommende Welt. Shabbat ist kommende Welt. Man kocht nicht, man bügelt nicht, man telefoniert nicht. Man fühlt sich wie im Paradies, wie in Gan Eden. Nur essen, trinken, schlafen, Familie und Shabbat Shalom. Also, man genießt vom Leben. Also, wenn jemand wurde gekündigt von dieser Welt, hat er so eine Shabbat Shalom, ein langes Shabbat für lange Zeit. Also, und deshalb steht geschrieben, wenn einer ist gestorben am Shabbat, am Samstag, kommt er direkt in Garten Eden, in Paradies. Weil im Shabbat die Passkontrolle ist, die sitzen nicht dort. Du kannst reinkommen und es ist eine gute Sache. Wenn einer ist gestorben am Shabbat, dann weiß man, ist er ein guter Typ in diese. Ja, bitte. Dann hoffe ich, dass ich am Samstag sterbe, weil ich habe ohne Aber nicht diesen Samstag. Es ist besser zu leben noch einen Sonntag. Ich habe dir gesagt am Anfang, noch eine Stunde in dieser Welt ist viel mehr wichtiger als dem ganzen kommenden Welt. Es ist besser, man erzählt so, es gibt so einen Witz, dass einmal waren drei kranke Leute und der Doktor ist gekommen und hat gesagt, ihr habt noch eine Woche zu sterben. Was ist euer Wunsch? Sagt die Italiener, ich will essen Tortellini. Sagt der Franzosen, ich will essen Froschschenkel. Wie heißt das? Froschschenkel. Sagt der Jude, ich will essen frische Erdbeeren. Sagt der Doktor, ja, aber es ist nicht der Saison. Sagt, ich bin bereit zu warten. Also Leben ist immer die wichtigste Sache, weiter zu warten. Nicht gleich dem Tortellini essen und sterben. Also wenn es nicht der Saison, liebe warten und verschieben. Noch ein bisschen in diese Welt, weil wie gesagt am Anfang, solange du lebst, leben auch andere von dir. Das ist ein wichtiger Aspekt, der in unserer Religion sehr stark prägt. Vielleicht eine persönliche Geschichte. Es war bei uns im Heim eine Dame. Sie war viele Jahre dement. Aber solange sie war dement, ihre Töchter von der ganzen Welt, Kanada, Mexiko, Israel, sind regelmäßig 2-3 Mal im Jahr gekommen zu der Mama. Und es war für denen die schönsten Tage in ihrem Leben. Wenn die Mama ist gestorben, die ganze Mischproche ist kaputt. Manchmal, der Sinn von der Verstorbenen ist der Sinn von der Familie zu leben. Es war noch hier ein Jid aus Polen, ich darf nicht sagen seinen Namen, seine Frau war 13 Jahre im Koma. Als sie ist gestorben, die Leute haben gesagt, sie hat sich gelöst, sie hat gelitten. Solche Sprüche, wo die Menschen nicht genug überlegen, was sie sagen. Irgendwann war der Mann in so einer Depression. Warum? Er hat gesagt, ihr Zustand war mein Lebenssinn. Also ich habe gelebt für sie. Und wenn sie ist gestorben, habe ich keinen Sinn weiter zu leben. Also das war sein Sinn zu leben. Deshalb, und das ist auch für euch ein wichtiger Aspekt zu sagen, sag bitte nicht die Familie und die Angehörige eigene subjektiven Gedanken und Wünsche. Sag nur herzlichen Beileid, ein tiefen Mitgefühl, sollt ihr die schwere Zeit mit Geduld und Kraft überqueren. Schluss. Jeden Wort außer diesen Sätzen bringt später große Probleme. Du sagst, ja, sie hat gelitten zum Schluss, es ist besser für sie. Woher weißt du, was ist besser für sie und was ist nicht besser für sie? Was weißt du, was passiert bei der Familie? Vielleicht die Familie hat jetzt keinen Sinn für ihr Leben. So sind sie gekommen jeden Schabbat. Vielleicht hat der Vater und Mutter haben noch bekommen eine Rente und die Familie hat von dieser Rente gelebt. Was weißt du, was ist ihr Zustand? Sag kein Wort. Sag keine, ich werde nicht vergessen, einmal am Schabbat sehe ich, meine Frau liest eine Zeitung und plötzlich kommt bei ihr in die Augen Tränen. Aber gefragt, Mara, was ist passiert? Sie liest über eine religiöse Frau, dass bei ihrem 7. Kind hat sie Fehlgeburt gehabt. Fehlgeburt. Und der Doktor, der hat gemacht die Fehlgeburt, hat gesagt, die Frau, anstatt herzlichen Beileid oder Mitgefühl oder ich wünsche dir gesund, gesagt, nicht so schlimm, hast du noch 6 zu Hause. Vielleicht hat er das gut gemeint. Aber meine Frau hat begonnen zu weinen. Wie kannst du sagen, eine Mutter, hast du noch 6 zu Hause? Es ist egal, wie viele Kinder du hast. Jakob hat 12 und wenn Josef ist verloren, 22 Jahre, unser Vater Jakob,
sitzt in einer tiefen Depression, ohne zu schämen, und er ist gelähmt. 22 Jahre. Kannst du sagen jetzt, Josef, hast du noch 11 Kinder zu Hause? Nein. Jakob ist zu Hause, fehlt ihm ein Kind, kann er nicht leben. Also jedem Kind ist er ganze Welt. Und weil er lebt, noch seine Schmerzen sind groß. Also nur sagen herzlichen Beileid, einen tiefen und herzigen Mitgefühl. Er sollte die schwere Zeit mit Geduld und Kraft überqueren. Darf ich was für Sie machen? Möchten Sie ein Glas Wasser? Vielleicht möchten Sie ein Glas Whisky? Ich habe einmal angeboten, Familie, sie haben sehr viel geweint, angeboten Whisky. Ich habe gebracht von zu Hause eine Flasche und jeder hat getrunken. Es ist schon vorüber 13 Jahre. Bis heute in dieser Familie, in jedem Feier von der Familie, ist dieser Whisky, was habe ich gebracht, ich mache keine Werbung jetzt, aber dieser Whisky, den habe ich gebracht nach dem Tod von der Verwandten, mögen sie bis heute. Also man kann nie wissen, für was du helfen kannst. Frag, was kann ich helfen, was kann ich machen, was kann ich tun, das was. Ja, bitte. Ist das bei euch auch wie im islamischen Glauben, also bevor man, also bei uns heißt das auch so, man kommt in so ein Paradies, in so einen schönen Garten, werden da die Taten auch gezählt, also schlechten und guten Taten, gibt es da auch so diesen jüngsten Gericht, heißt es bei uns, dass man halt vor Gott steht und dann zählt er dir halt die Taten und die werden gewogen. Oder wie ist das denn bei euch? Hast du gut gesagt? Auch. Hast du das schön beschrieben? Jemand bekommt zwei Filme zu gucken. Eine Film heißt Aktiv-Film und eine Film heißt Passiv-Film. Aktiv-Film zeigt mir dir alles, was hast du gemacht. Gutes und Schlechtes. Und Passiv-Film zeigt mir dir, was du machen konntest. Also man zeigt dir, was du noch in dieser Welt erreichen möchtest und gesäumt und geschlafen. Und das Aktiv-Film heißt Hölle von Feuer. Und das umgekehrt, das Aktiv heißt Feuerhölle, Schneehölle, und das Passiv heißt Feuerhölle. Das ist so wie ein Mensch in seinem Leben. Es gibt Sachen, die habe ich gemacht und ich bereue. Welches Gefühl gibt das mir? Schnee, kalt, man wird alt. Aber Sachen, die ich machen konnte und nicht gemacht, das brennt mir, das ist Feuer. Dass ein Mensch bereut, dass er hat sein Leben nicht mehr gelesen, nicht mehr gesungen, nicht mehr getanzt, nicht mehr gereist, nicht mehr geheiratet. Menschen haben Angst, richtig zu leben. Sie haben kalte Füße. Ja. Aber es ist dieselbe Methode, sehr ähnlich, klar. Auch dieselbe Erzählungen, dieselbe Gedanken. Ja, bitte sehr. Wenn in unserer Praxis eine jüdische Bewohner oder Patienten, kann auch ambulant sein, wenn verstorben, können wir oder dürfen wir was machen? Ja, natürlich. Nein, sie dürfen es machen, die Augen zu schließen, den Mund zu schließen, die Hände zu öffnen, den Schmuck runterzunehmen, Entschuldigung, euren Respekt auch sauber machen und nicht schicken in den Friedhof voll mit Katheter und voll mit Bandagen und voll mit verschiedenen Sachen, schicken ihm sauber, nehmen noch eine Feuchttücher und machen ihm sauber und vorbereiten und dann bedecken mit einem Tuch. Ja. Genauso wie hat man mit ihm bis diesem Moment gemacht, macht man auch ab diesem Moment, ja? Jetzt 5 vor. Ja. Ja, bitteschön, letzte Frage. Frage. Ja, frag, stell noch. Gibt es die andere Leben oder... Andere Leben ist ein Trost für Menschen, die diese Welt nicht packen. Noch einmal, ich wiederhole. Andere Welt ist ein Trost für Menschen, die diese Welt nicht packen können. Unsere Aufgabe ist, diese Welt zu packen. Unsere Aufgabe ist, diese Welt zu rudern, zu machen. Weil wenn ein Mensch kriegt die ganze Zeit geprägt von kommender Welt, wenn es ist hier nicht gut, will er dort gehen? Sagt die Tora, nein, du gehst nicht gut, du wirst dort genommen. Dort nimmt man dir, das ist Entlassung von dieser Welt, das ist Kündigung. Niemand will gekündigt werden, niemand will entlassen werden. Es ist nicht gut, es ist nicht normal. Ein Mensch muss Liebe suchen und prüfen, wofür lebe ich, was ist mein Ziel, was macht mir Freude,
Was sind die Kerne? Und außerdem noch ein letzter Aspekt. Leben ist nicht nur ein Privileg. Leben ist auch eine Pflicht. Eine von den jüdischen Geboten ist eine Pflicht zu leben. Es ist eine von den 613 Geboten und Verboten, dass der Mensch muss leben. Nicht will leben oder freie Wahl, sondern muss leben. Ich wünsche euch alle tiefe, gesunde Freude am Leben. Das, was ihr macht in euren Arbeit, ist eine heilige Arbeit. Ihr begleitet Menschen zu ihrem letzten Moment und das macht auch präsent und geprägt, eure Leben besser zu verstalten. Und danke für die Einladung. Vielen Dank.